Und wieder Laub. Holz, das für den Häcksler bestimmt ist. Das sieht aus wie Blut. Blut. Aber wie ist das möglich? Na, da können wir ja gleich wieder fragen. Die letzte Ruhestätte für die Bäume und Sträucher. Sie sind voller Laub. Henry hat alle Hände voll zu tun mit der Pflege des Gartens. Na gut, dann gehen wir rein. Geht anscheinend nicht, weil Doppelklick funktioniert nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Alles abgeschlossen. So, was hast du für ein Viech zerhäckselt, du Kranke? Henry? Ja? Henry, in dem Häcksler vor dem Treibhaus ist Blut. Wo kommt es her? Aber das ist unmöglich, Sir. Ich habe ihn nur mit Ästen gefüttert. Sind Sie ganz sicher? Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich habe es mir wohl eingebildet. Ich sollte mich vielleicht ausruhen. Wer weiß, was ich gesehen habe. Ich kann dann nochmal gleich hingehen. Henry, ich war am Gewächshaus. Es ist abgeschlossen. Warum? Ich schließe es tagsüber ab, nur um sicher zu gehen. Um sicher zu gehen? Ich will nicht, dass jemand reinspaziert und in meinen Sachen rumschnüffelt. Laufen denn Fremde hier herum? Nein, Sir, das ist nicht das Problem. Aber ich habe Morris ein paar Mal da gesehen und er hat dort nichts zu suchen. Gewächshaus und Garten sind meine Aufgabe. Ich schließe aus Gewohnheit ab, um sicher zu gehen, dass nichts verloren geht. Aber wenn Sie sich umsehen wollen, Sir, mache ich auf. Nein, ich wollte nur wissen, warum es abgeschlossen ist. Wonach könnte Morris im Gewächshaus suchen? Ich will Sie nicht länger stören. Eigentlich schon. Bin ich jetzt noch einmal nach hinten. Schau mal den Häcksler noch mal an. Hier ist nichts. Ich könnte schwören, ich habe Blut gesehen. Ich sollte besser eine von diesen Pillen nehmen. Jetzt erstickt er. Eine Pille. Zurzeit ist er leer. Gehen wir zum Haupttor. Briefkasten. Los. Hier wird unsere Post eingeworfen. Jedenfalls war es früher so. Und? Er ist leer. Das Haupttor ist normalerweise geschlossen, wie heute. Aber noch ein Menhir. Ich würde zu gerne wissen, woher diese Steine stammen. Weg, geht ich habe keinen Grund zu gehen. Das ist sicher ein Grund. Du musst den Film wechseln. Entwickeln. Wechseln. Aber das hast du ja schon vergessen. Worden. Nochmal speichern. Morris, ich möchte kurz mit Ihnen sprechen. Was möchten Sie, Sir? Der Gärtner. Wie ist er so? Henry? Ein ruhiger Typ, würde ich sagen. Jedenfalls, solange er nüchtern ist. Sie wissen, was ich meine. Ich wusste nicht, dass er trinkt. Und ob, Sir? Manchmal schließt er sich in sein Zimmer ein und betrinkt sich bis zum Umfallen. Er sitzt einfach da, starrt ins Leere,
und hängt. Ist doch ziemlich seltsam, oder? In der Tat. Auch nun, Sie können es mir glauben. Außerdem werden Sie es bestimmt mal mit eigenen Augen erleben. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Schau noch mal in die Bibliothek, ob ich mit dem reden kann oder nicht. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja, in Ordnung. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Nein, habe ich nicht. Er sieht aus wie jemand, an den ich mich erinnern würde, wenn ich ihn gesehen hätte. Also? Unnötig geredet. Dann nochmal das Esszimmer. Schauen, ob der Beet jetzt endlich da ist. Ist weg. Hier noch mal rein. Ich sollte Victoria jetzt endlich entschuldigen. Ja. Da wollte ich ja. Wenn ich noch 17 Kreise drehe. Robert nochmal quälen, den haben wir eh schon genug segiert. Einmal geht noch. Darf ich dich eine Sekunde stören? Ich habe ein paar Fragen. In Ordnung. Ich höre. Morris und Henry scheinen einander nicht zu mögen. Sie streiten sich zwar, aber wenn sie einander nicht so oft begegnen, machen sie keinen Ärger. Mir sind aber ihre albernen Probleme ziemlich egal. Hier hast du deinen Schlüssel wieder, Robert. Oh, danke. Hast du das gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, habe ich. Robert, weißt du, wo ich den Film entwickeln lassen kann, den du mir gegeben hast? Ich kenne nur Murray in Willow Creek. Ich gehe selbst zu ihm, wenn ich Bilder brauche. Er hat eine Dunkelkammer in seinem Leihhaus. Weißt du, wo das ist? Ja, ich erinnere mich an das Geschäft. Versuch's bei ihm. Dann sollte ich wohl dorthin gehen. Morris sagt, dass Henry sehr viel trinkt. Das gefällt mir nicht, um ehrlich zu sein. Mir auch nicht. Aber es war sonst keiner da, der seinen Job wollte. Das heißt also, wir müssen seine schlechte Gewohnheit ertragen. Außerdem hat er sich bisher nichts zu Schulden kommen lassen. Bisher nicht. Richtig. Ich werde jetzt gehen. Ja, ein bisschen ist das schon ein Arsch, der Gordon. Du. Ja, so. Dann nochmal in mein Zimmer. Ach, schon wieder da ist. Ich habe den Kamin in Ihrem Zimmer angezündet, Sir, wie Sie mich gebeten haben. Danke, Bates. Es war recht kalt da drin. Ich werde mich jetzt um meine weiteren Pflichten kümmern. Falls Sie etwas benötigen, ich bin unten in der Halle zu finden. In Ordnung. Gut, dann gehen wir später. Kann man nicht gleich fragen, was los ist. Der Kamin ist angezündet. Jetzt ist es angenehm warm.
Ich habe immer Angst, dass ich raus ins Schwarze fahre, dann das Spiel sich aufhängt. Dabei vergesse ich ja, dass ich auf meinem eigenen PC draufhänge und ich kann gar nicht rausfahren. Es ist die Gewohnheit. Ich wollte das Spiel schon so lang streamen, aber es wäre nur so ein kleines Bild geworden. Irgendwie so auf dem großen Bildschirm. Wenn du rausgefahren bist, ist das Spiel immer zugegangen. Er hat gesagt, er ist in der Halle, oder? Wenn er jetzt im Esszimmer ist, kündige ich ihn. Bates? Ja, Sir. Warum ist der Eingang zum alten Turm versperrt? Madam hat mich angewiesen, die Tür zuzunageln, damit sie nie wieder an diesen Ort denken muss. Sie möchte nicht, dass Williams Arbeitszimmer betreten wird. Ich verstehe. Bates, ich habe Victoria etwas Unangebrachtes gesagt. Meinen Sie, sie wird eine Entschuldigung annehmen? Aber gewiss, Sir. Madam hat ein mildes Herz. Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Sir, entschuldigen Sie sich so bald wie möglich. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Das können wir jetzt endlich einmal verwenden. Und nach Willow Creek. Okay, das heißt, ich muss tatsächlich selbst tun. Krebst du aufeinander? Da ist er. Vorher noch ein bisschen was spionieren. William mochte diesen Ort sehr gern. Er kam oft hierher, um zu malen. Und manchmal verbrachte er den ganzen Tag hier. Das Schloss Black Mirror. Alles durchsuchen da. Aber anscheinend können wir nur mit Henry reden. Na ja, gut. Brauchen Sie etwas, Sir? Farbkopf. Henry, dieses Bild hinter uns. Wann hat William das gemalt? Das ist lange her, Sir. Zu einer Zeit, als er noch in den Garten ging. Madam gab mir die Anweisung, es hierher zu bringen. Also habe ich mich darum gekümmert. Sir William war wirklich begabt. Finden Sie nicht auch, Sir? Ja, das war er. Ich will Sie nicht länger stören. Aber gefragt haben wir. Falls komische Geräusche im Hintergrund hört, falls es nicht rausgefiltert wird, die Waschmaschine schleudert gerade. Ich will jetzt nicht gehen. Ich muss mehr herausbekommen. Okay. Das heißt, wir müssen uns bei der vorher noch entschuldigen bei der Victoria. Ich sollte mich entschuldigen. Darf ich dich kurz sprechen, Victoria? Natürlich, Samuel.
Ich möchte mich entschuldigen für das, was ich vorhin gesagt habe. Ich war vielleicht auch vorschnell mit meiner Antwort. Ich habe den Schlüssel zerstören lassen, damit der Turm nie wieder betreten werden kann. Vielleicht hatte William einen zweiten Schlüssel, ich weiß es nicht. Wo sind seine persönlichen Sachen jetzt? Ich weiß es nicht. Ich frag Herman. Ich möchte nicht darüber reden. Kannst du dir dieses Foto ansehen? Weißt du, wer dieser Mann ist? Das Gesicht kenne ich irgendwoher. Ja, aber nicht genau dieses. Was meinst du damit? Er war damals viel jünger als auf diesem Foto, aber es ist die gleiche Person. Wer ist es denn? William hat einmal ein Waisenkind hierher gebracht und vorübergehend bei uns aufgenommen. Er hat eine Zeit lang neben dem Stall gewohnt. Ein einfacher, ruhiger Junge. Weißt du, wie er hieß? Das ist schon sehr lange her. Ich erinnere mich nicht mehr. Er blieb einige Zeit bei uns, aber dann veränderte er sich auf einmal komplett. Es war, als wäre er wahnsinnig geworden. Ja, das wird dann im Schluss. Danach konnten wir ihn nicht länger hier wohnen lassen. Man brachte ihn nach Ashbury. Was passierte dann mit ihm? Ich weiß es wirklich nicht. Wie gesagt, das ist alles schon sehr lange her. Robert erinnert sich vielleicht. Er hat diesen Jungen damals als Patienten aufgenommen. Dieser neue Gärtner, Henry. Ich habe gehört, dass er trinkt. Er ist hier nicht neu. Er arbeitet für uns inzwischen seit über einem Jahr. Was du gehört hast, stimmt, aber es kommt nicht sehr oft vor. Abgesehen von dieser speziellen Angewohnheit ist er höflich und fleißig. Es überrascht mich, dass du das sagst. Stört dich sein Trinken nicht? Doch, schon, aber ich hätte Schwierigkeiten, einen anderen für den Job zu finden. Ihn durch einen neuen Gärtner zu ersetzen, kann doch kein großes Problem sein, oder? Vielleicht nicht vor ein paar Jahren, aber jetzt? Du warst lange nicht mehr hier. Es hat sich viel verändert, Samuel. Niemand will für uns arbeiten, nicht nach dem, was hier passiert ist. Die Leute sind abergläubisch. Sie sehen in allem dunkle Kräfte. Ich bin froh, dass er geblieben ist, auch wenn mein Garten jämmerlich aussieht. Aber warum fragst du nach Henry? Weißt du etwas über ihn, was ich auch wissen sollte? Nein, eigentlich nicht. Morris sagte, dass Henry sich gelegentlich seltsam benimmt. Morris? Das überrascht mich kaum. Er ist selbst so merkwürdig. Wenn ich jemanden hätte, der seinen Job übernehmen könnte, wäre er jetzt nicht mehr hier. Da fällt mir ein, ich habe ihm die Anweisung gegeben, den alten Brunnen mit Brettern zu vernageln, damit dort kein Unfall passieren kann. Würdest du dafür sorgen, dass er das heute noch macht? Natürlich. Victoria, warum hat sich William in seinem Arbeitszimmer verbarrikadiert? Niemand sah ihn hinausgehen und er ließ niemanden mehr hinein. Warum diese Heimlichtuerei? Ich weiß es nicht, Samuel. Vor etwa einem halben Jahr schloss er sich in diesem verdammten Turm ein und verbrachte Tag und Nacht dort. Er hat mir nie gesagt, was er dort treibt. Als ich ihn fragte, antwortete er nur, er würde die Wahrheit suchen und nicht aufhören, bis er sie findet. Es hat ihn vollkommen gefesselt und wie es ausgegangen ist, weißt du. Ich hoffe, er hat seine Wahrheit gefunden. Okay, ich wüsste nicht, was ich Sie fragen kann. Das heißt, wieder hinauf. Mit Robert reden. Mit Hermann reden. Das hört sich so an, als hätte meine Waschmaschine spazieren fahren.